Hallo. Ja, moin Leute, habe ich euch wieder was zur lustigen Minute mitgebracht oder zu den lustigen Minuten. Und zwar geht's heute, bitte nicht böse sein, ihr Ausländer, Murat und Aisha von den Gebrüdern Muslim. Okay. Ich hoffe, meine Aussprache tut gut sein. Let's go. Murat und Aisha gehen durch Wald auf Suche nach korrektem Feuerholz. Aisha fragt, hast du Kettensäcke, Murat? Murat, normal, hab ich in meiner Tasche oder was? Auf der Suche nach korrektem Baum verirrten sich Murat und Aisha krass in den Wald. Murat, ey, scheiße oder was? Hast du konkrete Plan, wo wir sind oder was? Aisha, nee, scheiße, aber ich rieche konkrete Dönerbude. Murat, ja, fett! Aisha, normal, da vorne an den Kecke. So fanden schließlich durch Aisches korrekte siebte Dönersuch sieben den Dönerbude. Sie probierten von jedem Döner. Plötzlich kam voll die krasse Frau und fragt, was geht, warum bist du in mein Haus? Als Strafe sperrte Murat den Hexe Murat und krass damit zu Aisha sagt sie, du Frau, du kochst für mich und verkaufst die Döner an der Decke. An der Decke. Murat wurde gemasselt bis korrekt fett für es. Es kann zwar besser. Doch ein Tag hatte Aisha eine konkrete Idee. Sie fragte, wie geht denn mit dem Dönerbrot offen? Hexe, was geht? Bist du scheiße in dem Kopf oder was? Aisha, normal, ich hab keinen Plan, wie man das geht. Hexe, machen das! Komm her, machen den Augen auf! Aisha, korrekt! Denn Hexe buckte sich, um den Dönerbrotofen anzuschmeißen. In dem Augenblick, Aisha kickte mit korrekte Kickbox-Stick in die fette Arsch von Hexe. Denn Hexe sagt, ah, scheiße, was geht? Ich fall direkt in den Scheißdreckofen oder was? Au, ich hab voll krassen Schmerzen. Aisha freute sich total konkret. Aisha, korrekt, den alten Skronke tot! Murat, ey Aisha, krasse Idee. Aisha, normal oder was? Murat, lass mich aus dem scheiß Käfig, Alter. Normal. Nachdem der Murat und Aisha sich konkret voll gefressen mit Döner haben, gingen sie weiter auf die Suche nach korrektem Feuerholz. Und wenn sie nicht verlaufen im Scheißwald, sind sie heute bestimmt schon wieder zurück in die konkret deutsche Sozialbauwohnung mit Zentralheizung.